Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nun also hat sie begonnen, die umstrittene Fußball-WM in Katar. Ein Fußballspektakel, das in vielerlei Hinsicht als Sündenfall gilt. Nehmen wir nur die Vorwürfe gegen das Organisationskomitee der FIFA, die Spiele seien gekauft worden. Schauen wir auf die miese Bezahlung von Arbeitsmigranten aus aller Herren Länder, die jahrelang bei bis zu 50 Grad im Schatten schuften mussten, um Straßen, Hotels und Stadien zu errichten. Ihr Mindestlohn von 230 Euro im Monat ist ein Hohn angesichts des unbeschreiblichen Reichtums des Wüstenemirats Katar. Zudem sollen tausende Arbeiter auf den Baustellen des Landes ums Leben gekommen sein. An Katar stört mich aber auch Homophobie und Mangel an Frauenrechten. Das einst gegebene Versprechen, den katarischen Frauenfußball nach Kräften fördern zu wollen, wurde nicht eingelöst. Schuld an all dem ist zuallererst die FIFA. Doch auch viele andere Beteiligten haben zu lange weggeschaut, unter anderem auch Deutschland. Jetzt ist es zu spät, die Spiele laufen. Auch die deutsche Fußballnationalmannschaft ist angetreten und will um den Weltmeisterschaftstitel kämpfen. Genau das macht es so schwer, zu entscheiden, ob wir uns die WM in Katar anschauen oder den Fernseher besser gleich auslassen sollten. Einerseits kann ich die Jugendlichen des Fanprojekts Ingolstadt sehr gut verstehen, die zum Boykott Katars aufgerufen haben. Andererseits finde ich auch die Haltung derjenigen Fußballfans nachvollziehbar, die sich die WM anschauen wollen, spätestens dann, wenn Deutschland in die K.O.-Runde des Turniers einziehen sollte. Eines ist jedoch auch klar, ein solcher Fehler wie die WM-Vergabe nach Katar darf sich niemals wiederholen. Das bedeutet, keine weiteren Turniere an Autokratien vergeben. Denn die wollen Sportevents nur, um ihr schlechtes politisches Ansehen in der Welt zu übertünchen, wie die WM 2018 in Russland leider überdeutlich gezeigt hat. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.